Proteste auf Chinas Straßen und gleichzeitig gehen chinesische Aktien aber durch die Decke. Wie passt das zusammen? Und zweitens, sind wir jetzt an einem Punkt nach 2 Jahren Kursverfall bei chinesischen Aktien, wo wir sagen können, jetzt bekommen wir endlich die lang ersehnte Erholung, oder müssen wir als Anleger weiterhin sagen, das ist ein Markt, der nach wie vor viel zu riskant ist? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Erik Nebel von China to Invest. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wir müssen reden über China. In China sind ja drastische Sachen passiert jetzt die letzten Tage. Wir haben vor 1,5 Wochen Proteste gehabt da auf der Straße. Es waren eigentlich die härtesten Proteste seit Jahrzehnten. Und jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, das läuft nicht gut. Aber die Börse hat dann am Ende ganz anders reagiert. Wir haben jetzt eine spektakuläre Erholung, wo wir uns fragen können, ist das jetzt schon so eine Art Durchbruch nach 2 Jahren fallenden Kursen? Dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen Erik. Erik Nebel, viele kennen ihn vielleicht schon als denjenigen, der hier auch den Kanal China to Invest betreibt. Erik, schöne Grüße nach Bangkok. Wie geht's dir? Ja, hallo Gerhard, beste Grüße nach München. Hier ist soweit alles bestens, die Stimmung soweit gut. Ich würde sagen, in China ist es sogar etwas besser noch momentan, wenn man auf die Börse schaut, schon fast eine Absurdität angesichts der Lage dort, wenn man so die Nachrichten verfolgt. Aber ja, man muss es auch, denke ich, so zur Kenntnis nehmen und dann seine Schlüsse draus ziehen, was dort gerade so passiert. Ja, so ist es. Also schön, dass unser großes interkontinentales Video jetzt klappt. Kannst du vielleicht mit deinen Worten oder aus deiner Sicht nochmal schildern, wie sich das alles darstellt gerade? Ja, also man kann insgesamt sagen, dass die Bevölkerung in China nicht unbedingt zufrieden ist mit der ökonomischen Situation. Das hat sich das Ganze ja schon so ein bisschen angedeutet. Und ich glaube, man hat da viel, viel Geduld mitgebracht, ist da auch den Weg mitgegangen, soweit das jetzt ging. Aber man ist jetzt an einem Punkt, wo es vielen eben sozusagen reicht und wo viele sagen, okay, wir müssen etwas ändern. Ja. Und hier auch der politische Druck dann wirklich zum ersten Mal groß wird. Und dann haben wir eben gesehen, dass wir in einigen Städten Proteste haben. Man muss immer ein bisschen differenzieren. Ja, also es ging insgesamt eher, ja, es war eher ein Ausdruck der Unzufriedenheit. Es ging in nur Einzelfällen wirklich speziell gegen die Regierung oder gegen das System. Das wird manchmal ein bisschen anders dargestellt. Und ja, da stehen wir heute. Da stehen wir heute, genau. Aber ja gut, also ich meine, man könnte ja durchaus sagen, das ist eine brenzlige Situation für das chinesische Regime, für die Partei, für eigentlich alles. Und trotzdem dieser Durchbruch an der Börse letzten Endes. Also klar, ich meine, wir haben gesehen, was jetzt dann ja auch passiert ist. Also die Regierung hat ja in gewisser Weise nachgegeben. Es gibt ja jetzt mehr Lockerungen. Insofern kann man auch sagen, die Anleger und die Protestierenden auf der Straße, die ziehen da ja irgendwie am gleichen Strang. Die wollen im Grunde dasselbe, nämlich dass jetzt eben endlich mal gelockert wird, dass da die Wirtschaft wieder durchstarten kann. Naja, aber trotzdem, ich würde ja im Prinzip auch sagen, dass das Ganze verweist ja irgendwie auch möglicherweise auf tiefer liegende Probleme, die wir da haben. Also wie du ja schon gesagt hast, vielen hat es jetzt einfach mal gereicht. Geht das nicht ein bisschen weiter? Geht das nicht möglicherweise so weit, dass man es nicht nur positiv sehen kann jetzt als Anleger? Also ich würde da differenzieren. Also ich glaube nicht, dass die Lage jetzt so komplett eskaliert. Also man muss auch sagen, dass sich das alles schon so ein bisschen abgeflacht hat zum Teil, dass man dort jetzt auch nicht unbedingt zu rabiat vorgegangen ist gegen die Demonstranten und dass es insgesamt gesehen relativ friedlich ist. Was wir in Einzelfällen haben, muss man natürlich dann auch wieder getrennt betrachten. Wir hatten diesen verheerenden Brand natürlich. Wir hatten auch in Shenzhen oder bei Foxconn speziell Proteste, die dann aber oft damit verglichen werden, die aber ein bisschen anderen Hintergrund haben. Generell die Proteste selbst glaube ich nicht, dass es eskaliert. Aber wir sehen natürlich eine Situation, die insgesamt dafür spricht, dass China wirklich
an einem Punkt ist, wo die Bevölkerung teilweise leidet. Also es ist so ein bisschen fast schon Perspektivlosigkeit. Ich kenne auch viele Chinesen, die sozusagen, ja, gerade wenn sie irgendwelche Geschäfte haben oder irgendwie involviert sind in der Selbstständigkeit, die kriegen nicht die Unterstützung, die man im Westen hat. Also das ist nicht Sozialismus, wie man sich das so vorstellt. Und dementsprechend haben wir natürlich nach jetzt ein, zwei Jahren Lockdown oder mehr, ja, ganz brenzlige Situation für einige Leute, ja. Naja, natürlich. Also ich meine, den Leuten reicht's, den Anlegern hat es ja auch gereicht. Wenn wir jetzt aber mal zurückschauen, also man feiert da den großen Durchbruch, aber in gewisser Weise, ich meine, vor einem Monat oder so, da war ja auch der Parteitag. Das war dann ja an der Börse auch nochmal eine Zeit, wo es wirklich nochmal runtergegangen ist, wo die Enttäuschung groß war. Ich stelle mir schon die Frage, kann man nicht irgendwie auch der Meinung sein, naja, das ist hier auch irgendwie eine Quittung für jahrelanges Regierungshandeln, das eben nicht erfolgreich war. Also die Bilanz von Xi Jinping, die ist ja nicht gut gewesen die letzten 10 Jahre, beziehungsweise es ist ja gar kein Vergleich zu dem, was passiert ist in den Jahren vorher, wo wir ja wirklich einen sagenhaften Aufstieg haben. Und jetzt kommen wir doch so ein bisschen, wie du ja schon gesagt hast, in so eine Art Perspektivlosigkeit rein. Ist das jetzt nicht diese Proteste, die wir da haben auf der Straße, ist das jetzt nicht auch irgendwo die Quittung dafür, dass man eben sagt, uns reicht es jetzt nicht nur mit den Covid-Maßnahmen, sondern uns reicht es hier jetzt mal generell. Wir haben keine Perspektiven mehr, es geht nicht mehr aufwärts, wir stecken fest. Ja, also ich würde sagen, es hängt schon viel mit der Covid-Situation zusammen. Warum? Weil klar, wir haben, du hast es angedeutet, wir haben nicht mehr das Wirtschaftswachstum wie in den Vordekaden. Das ist klar, aber das hängt natürlich auch mit einem Basiseffekt zusammen. Viele Leute sind mittlerweile schon ja, sage ich mal, in einem guten Vermögensstatus, gehören nicht mehr dem ärmeren Teil der Welt an. Und dementsprechend ist jetzt die Notwendigkeit nicht mehr so groß. Aber wenn ich dann natürlich, du weißt ja, wie das ist, man gewöhnt sich daran, man will weiter, viele Leute haben auch noch Probleme. Und wenn ich dann merke, es geht nicht mehr vorwärts und das auch ohne eben die Perspektive, weil es war vielen noch nicht klar, okay, kann ich jetzt nächstes Jahr oder wann auch immer wieder mein Geschäft aufmachen? Wie sieht das aus? Und dann haben wir noch den Fall gehabt, wahrscheinlich, das ist so ein bisschen, was man ja auch spekuliert, dass die Chinesen, die sind ja Fußballbegeistert, die haben die WM gesehen und sagen, Moment, die ganze Zeit war es eigentlich so, dass wir das Gefühl hatten, wir sind da besser rausgekommen. Jetzt sehen wir aber die Welt und die ist wieder relativ frei und wir sind es immer noch nicht, ja. Und dann hat man eben diesen Unmut. Aber ich glaube nicht, dass die Chinesen jetzt generell sozusagen da hoffnungslos sind oder jetzt sich da eine Unzufriedenheit generell ausdrückt. Denn dazu ist China ja immer noch trotzdem zu wachstumsstark und auch ja, mittlerweile, dafür geht es ihnen dann eigentlich zu gut. Also das sehe ich jetzt nicht, dass sie da grundlegend unzufrieden sind oder Panik haben, ja. Ja, okay. Also ich meine, das ist natürlich, dazu müsste man jetzt 1,4 Milliarden Chinesen befragen. Das können wir Naja, nicht. Das ist jetzt schwer mit unseren Ressourcen, ja. ja, nee. Das ist auch nicht ganz einfach aus naheliegenden Gründen. Man bekommt vielleicht auch nicht unbedingt immer eine ehrliche Antwort. Ja, die Anleger sind ja im Moment zumindest zufrieden. Ist es aber nicht möglicherweise auch so? Also, das ist eine These, die ich hier schon öfter vertreten habe. Klar, mir ist auch klar, die Covid-Maßnahmen und die Lockdowns, die spielen natürlich gerade wirtschaftlich eine große Rolle. Da, wo man die harten Maßnahmen hat, da kommt das Wirtschaftsleben ja eigentlich zum Erliegen. Aber wird das vielleicht nicht doch ein bisschen überschätzt, auch im Positiven sowohl als auch im Negativen? Also alle Probleme weist man da diesen Lockdowns zu an der Börse. Auf der anderen Seite, jetzt wo war die Möglichkeit oder wo die Chance vielleicht besteht, dass das gelockert wird, jetzt sind wir alle vergnügt, die Leute kaufen Aktien wieder wie verrückt in China, als wäre nie was gewesen. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sorgen. Also mein Verdacht war immer,
Beispielsweise, dass wir einiges von der Wachstumsschwäche, die wir da haben seit einem Jahr, dass das zum Beispiel auch auf die Immobilienkrise zurückgeht und dann natürlich Ja. auch noch andere Probleme, die wir haben in Ja. China. Also das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass wir eben nicht nur diesen einen Belastungsfaktor haben. Der steht zwar meistens als Überschrift Ja. drin, weil man natürlich in der Überschrift nicht irgendwie drei Gründe nennen will, aber es gibt aus meiner Sicht eigentlich drei große Belastungsfaktoren. Über Covid haben wir gerade gesprochen. Du hast die Immobilienkrise erwähnt, die natürlich insgesamt auf die Wirtschaft enorm drückt. Und der dritte Punkt, das ist im Prinzip die ja, Geldpolitik der US-Notenbank und ja, damit einhergehend die höheren Zinsen, was den US-Dollar extrem gestärkt hat und dazu geführt hat, dass insgesamt aus den Emerging Markets oder fast aus jeder Anlageklasse, die wir haben, Geld rausgeflossen ist. Und das hat China extrem belastet. Das sehen wir jetzt. Der Dollar kommt zurück, China steigt. Ja, also dass auch jetzt dieser Anstieg hat nicht nur mit den Lockdowns zu tun. Und das muss man schon im Gesamtbild sehen. Und dass da einfach dieses Jahr sehr, sehr viel auf den Tisch gekommen ist. Dann noch der Parteitag und dann die Gesamtsituation global. Und ja, das war dann, glaube ich, für den einen oder anderen Anleger zu viel, sagen wir es mal so. Ist völlig logisch. Also ich glaube, da muss man zum Hintergrund vielleicht auch sagen, für die, die da in der chinesischen Geldpolitik nicht so drin sind, die Geldpolitik in China läuft ja schon anders. Also ich meine, wir haben global den Trend eigentlich steigender Zinsen, weil natürlich auch die Inflation stark gestiegen ist und dadurch haben wir jetzt eben einen starken Dollar, dadurch haben wir jetzt eben plötzlich auch in den USA hohe Zinsen. Oh Wunder, oh Wunder. Und relativ dazu hat sich in China relativ wenig getan. Der Inflationsdruck in China ist nicht besonders hoch. Dadurch ist natürlich der Renditeabstand zwischen den chinesischen Staatsanleihen und den Dollaranleihen, der ist geschrumpft. Das legt nahe, dass Kapital natürlich abfließt in andere Länder, wobei man auf der anderen Seite eben auch sagen muss, dass China in dieser Inflationsdynamik nicht so stark drin hängt und dass China sich ja im Moment auch leisten kann, sogar Zinssenkungen vorzunehmen, sogar die Geldpolitik zu lockern. Das ist ja eigentlich ein großer Vorteil vom chinesischen Wirtschaftsraum im Moment. Insofern wundert man sich da schon ein bisschen, dass die Anleger da manchmal doch noch dazu neigen, das alles über den gleichen Kamm zu scheren. Also Weil sie da auch wenig gemacht haben, ja. Sie könnten, du hast gesagt, die könnten sich es eigentlich leisten. Aber sie haben selbst davor Angst, dass es genau das passiert, dass bei ihnen die Inflation anzieht, weil wenn sich jetzt natürlich. zum Beispiel auch öffnen, also wir sagen, China hat eine niedrige Inflation, das ist aber nicht nur gut, das wissen wir ja, das heißt auch, es fehlt an Nachfrage. Und jetzt, wenn die wieder angekurbelt wird, muss man extrem aufpassen, dass man nicht dasselbe Problem hat und die Ja. Inflation schnell anzieht. Insofern kann man vielleicht irgendwann, wir wissen jetzt nicht genau, was die richtige Geldpolitik hier ist, aber vielleicht ist es sogar der richtige Weg, dann nicht zu arg auf die, sondern die Gießkanne auszupacken, wie wir es ja in den westlichen Ländern hatten, und lieber dann die stabilere und nachhaltigere Geldpolitik zu fahren, ist aber dann immer mühselig jetzt in der Situation, Ja, ist schwer zu klar. bewerten. Ja. Ja, Covid-Politik und Geldpolitik ist in gewisser Weise sehr ähnlich. China ist das Land, das immer eindämmt von vornherein, dabei möglicherweise eben auch übertreibt zu Lasten der Wirtschaft. Und im Westen hat man es dann eben nicht so ernst genommen erstmal und hat dann den Schlamassel gehabt. Ja. Jetzt immer noch bei der Inflation. Ja. Im Speziellen, ja, Ja. genau. Also was natürlich auch ein Aspekt ist, an dieser Erholung, völlig klar, die Bewertungen waren natürlich niedrig, der Markt ist natürlich stark zurückgekommen. Ist ja jetzt nicht so, dass China erst dieses Jahr korrigiert hat, synchron mit den anderen Aktienmärkten, sondern in China läuft die Korrektur ja eigentlich schon ein Jahr länger. Dementsprechend haben wir die niedrigen Bewertungen. Dementsprechend haben wir vermutlich auch sehr, sehr viele internationale Investoren, gerade die institutionellen Investoren, die da natürlich auch untergewichtet sind im Moment. Also es liegt schon nahe, dass man da jetzt vehement China-Aktien kauft als institutioneller Anleger beim kleinsten Anzeichen einer Beruhigung oder Verbesserung der Lage.
Ja. Wir haben die Korrektur die letzten 2 Jahre natürlich auch nicht umsonst gehabt. Begonnen mit den Regulierungen im Technologiesektor. Gibt es da irgendwas Neues, deiner Meinung nach? Oder wie stellt sich das dar? Ich würde sagen, eigentlich gar nicht so viel. Und das allein ist ja schon eine gute Nachricht. Also das nimmt momentan auch so keiner wirklich wahr, dass diese Regulierungen, dass die ja auch enorm nachgelassen haben, dass das im Moment gar nicht mehr ein großes Thema ist. Und das überrascht mich zum Beispiel überhaupt nicht. Denn als diese angefangen haben, muss man immer sehen, wo stand China? Alles politisch war auf diesen großen Parteitag fokussiert. Und da wollte man, dass man sozusagen schon seine Hausaufgaben hat, dass man China, also intern, ging gar nicht um die Außendarstellung, intern richtig präsentiert auf dem Tag. Und dementsprechend hat man da ganz früh angefangen zu sagen, okay, das ist der Weg, den wir gehen. Ja, also die, sagen wir, vereinfacht gesagt, sozial, ein sozialeres, ein gerechteres China hat angefangen mit Anti-Monopolstrafen, hat die großen Konzerne mehr in die Pflicht genommen. Und damit hat man schon frühzeitig begonnen. Ja, Covid hat es ein bisschen noch verschleppt, dann hat man da aber relativ stark reingelangt. In der Kürze und in der Drastigkeit hat es natürlich die Anleger verschreckt und hat dann dazu geführt, dass einige Aktien extrem abgestraft wurden, weil eben auch nicht klar war, was kommt da genau. Und man kann das auch den Anlegern nicht komplett übel nehmen, weil es eben auch schwer zu durchblicken war. Aber wenn man weiß, dass vieles nur auf diesen Parteitag hingezielt hat und das eben eine ganz bestimmte Absicht hat und die war bestimmt nicht, Chinas Wirtschaft zu zerschlagen oder die Börse, dann weiß man, dass da jetzt auch sehr, sehr wahrscheinlich deutlich weniger in Zukunft kommen werden, Anleger wieder beruhigter sein können. Gewisse Sachen werden weiterlaufen. Das wird ja nicht komplett aufhören, aber diese großen Einschläge werden wir in den nächsten Jahren aus meiner Sicht nicht mehr so sehen und dementsprechend auch hier ein besseres Umfeld haben. Naja, auf der anderen Seite, das war natürlich auch die Hoffnung von vielen Anlegern auf dem Parteitag, dass sich die Partei hinstellt und sagt, wir machen das jetzt anders, wir machen Fehler nicht mehr der letzten 1, 2 Jahre, was man ja am Markt als Fehler gesehen hat. Das kam dann aber erstmal nicht so. Es kam im Grunde später, würde ich sagen. Also die Leute waren furchtbar enttäuscht über den Parteitag, die Anleger. In gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass das die KP auch gemerkt hat. Sie hat dann ja Maßnahmen nachgereicht, mehr oder weniger. Also kurz danach kamen dann ja doch Stützungspakete und Stützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor oder eben auch diese ersten Andeutungen, dass man da vielleicht Lockerungen macht. Also interessanterweise ist es vielleicht ja sogar so, dass die Partei da in gewisser Weise doch auf die Signale reagiert, die da kommen vom Markt. Ich weiß es nicht, wie ernst man da den Aktienmarkt nimmt, aber ja, klar, ich meine, der Markt hat vor 1,5 Monaten noch eine klare Sprache gesprochen, nämlich mehr oder weniger mit dieser Regierung, die da gerade dran ist, mit der ist eigentlich kein Blumentopf zu gewinnen. Also das war der Eindruck. Und das ist die Frage, ob das jetzt anders ist. Ja, also dazu vielleicht nochmal. Man muss ganz klar sagen, in China sind Aktionärsinteressen wirklich Prio 10. Also das ist ganz anders als gerade im angelsächsischen Raum, da wo die Aktionäre viel mehr Einfluss haben auf die Politik. Und das muss einem klar sein. Aber der Kapitalmarkt, der ausländische Kapitalmarkt ist für China doch wichtiger, als man manchmal so denkt. Ja? Und dementsprechend haben sie kein Interesse, dass die Investoren sich dafür immer verabschieden. Das sieht man jetzt auch mit dem ganzen, mit dem US-Delisting-Thema. Auch das hat natürlich belastet, muss man auch noch sagen. Sie könnten jetzt wirklich sagen, hey, wisst ihr was, wir holen alle Werte aus den USA zurück nach Hongkong oder direkt aufs Könnten Sie Festland. Das sagen, machen sie ja. aber nicht. Und es Könnten hat Sie seine sagen. Gründe. Und das muss einem Ja. auch wieder klar sein. Warum ist das so? Weil sie eben nach wie vor, das heißt, darauf angewiesen sind, aber sie möchten trotzdem an das ausländische Kapital, sie möchten auch Zugang zu den Börsen haben. Also China ist nicht so aktienfeindlich, wie es manchmal dann dargestellt wird. Aber natürlich haben sie auch eine ganz andere Aktienkultur, eine ganz andere Historie, zum Beispiel verglichen mit den USA. Und dementsprechend werden sie eben sich da nicht unterordnen bei der Verfolgung ihrer langfristigen Ziele und Visionen, ja, ist auch klar. Ja, und was die Aktienkultur betrifft, da kann man ja auch sagen, also es gibt sehr, sehr viele chinesische Privatanleger mittlerweile.
die auch was bewegen an den Märkten, also die da eine große Rolle spielen. Das natürlich dann eher an so Börsen wie Shanghai oder Shenzhen, die mittlerweile auch sehr groß sind. Und da kann man ja, das haben wir ja beide immer wieder auch hervorgehoben in den letzten Monaten, da kann man ja durchaus sagen, also der chinesische Anleger vor Ort, also sei es jetzt der Privatanleger oder der Institutionelle, die sehen die Lage natürlich bei weitem nicht so schwarz, wie wir sie sehen Ja. in China. Ja, kann man wunderschön vergleichen. Die sind einfach marktnäher, die sehen die Dinge auch anders, ja, so wie ich es auch schon anfangs erwähnt habe. Die können eben gewisse Schritte anders interpretieren, können die auch anders nachvollziehen, haben da andere Einblicke, natürlich auch auch kulturelle Aspekte mit reinfließen, die dann auch mehr Verständnis dafür letztendlich aufbringen, ja, für gewisse Dinge. Und aber es zeigt dann trotzdem schon, ja, man ist da nicht zu skeptisch, weil am Ende investieren die ja auch mit ihrem Geld. Und wenn die jetzt das Gefühl haben, sag mal, wir kommen hier in einen Sozialismus rein und das Geld geht verloren, dann investieren die ja auch nicht. Und die Shanghai Börse oder die Festlandbörsen haben sich ja wesentlich besser präsentiert als die internationalen Börsen. Auch sowas lohnt sich immer mal wieder drauf zu schauen und das auch ein bisschen zu vergleichen. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie dramatisch die Situation vielleicht überhaupt ist. Ja. Also ich denke natürlich auch, was man sich ja im Grunde immer als Anleger vor Augen halten muss. Also eine Krise in einem Land oder eine Situation, in der es vielleicht mal nicht so rund läuft, egal wie die jetzt unmittelbar auf einen wirken würde, aber das bedeutet natürlich in der Regel nicht, dass ein Land jetzt aufhört zu wachsen oder dass damit dann die komplette Wachstumsstory tot ist. Und das sieht man war sehr wahrscheinlich, wenn man sich direkt in China aufhält, wenn man da lebt und arbeitet und da eben agiert, da sieht man das natürlich auch ganz anders. Ist das für dich ein Grund, warum du sagst, grundsätzlich, du bist am liebsten zumindest vor Ort in Asien? Also China geht ja nicht wirklich gut im Moment noch. Und ist es auch ein Grund für dich, dass du sagst, naja, sobald es wieder geht, möchte ich eben dann auch wirklich wieder in China vor Ort sein? Ja, also ich meine, für mich, ich sag mal, der chinesische Traum lebt weiter und das möchte ich natürlich am besten vor Ort weiter verfolgen. Bin leider dann sozusagen kurz vor Covid bin ich aus China raus. Ich denke, wenn man so Glück sieht, wie es jetzt gehabt. öffnet, ist es realistisch, dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass ich da wieder vor Ort kann. Momentan ja eher China nah sozusagen. Und ja, das ist auch der Grund natürlich, warum ich unter anderem überhaupt davon so überzeugt bin, wenn man das mal dort vor Ort gesehen hat, auch die Menschen. Das ist schon unglaublich, was dort passiert. Und aus meiner Sicht ist diese Wachstumsstory, die ja über mehrere Jahre, Jahrzehnte geht, ist die intakt. Muss immer klar sein, so ein Aufstieg, da gibt es natürlich Reibungen und Krisen und alles Mögliche. Das ist kein linearer Aufstieg, aber ja, gehört dazu. Jetzt wollen wir es aber auch nicht zu so positiv sehen. Also strukturelle Probleme haben wir natürlich schon, dass sich das Wachstum, je größer so ein Land wird, auch verlangsamt. Ist auch völlig klar. Also ich meine, wenn ich hier ständig in irgendwelchen Postillen lese, ja, China wächst im Ansatz nicht mehr so, wie es mal gewachsen ist. Naja, natürlich. Richtig, ja. Es ist jetzt ja auch viermal so groß wie damals, also die Wirtschaft, wie damals, was da dann immer als Vergleich herangezogen wird. Aber dessen ungeachtet, klar, wir haben natürlich auch strukturelle Probleme. Die Immobilienkrise war zum Beispiel ja auch so ein strukturelles Problem, oder diese Immobilienblase oder wie man es auch immer nennen will, das muss verarbeitet werden. Das ist meiner Meinung nach schon was belasten kann, belasten wird die nächsten Jahre auch. Das Thema ist nicht vorbei. Ja, jetzt nochmal zurück zum Anleger vor Ort, der natürlich auch sieht, ja, es tut sich ja doch noch was, es ist nicht alles tot. Jetzt sind wir aber hier, und die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch, wir sind natürlich keine Anleger vor Ort, sondern wir sind Anleger aus Deutschland oder aus Europa, und da haben wir eben noch ein paar andere Risiken und
Was für mich das eigentliche Problem ist, ich bin ja auch keiner, der sagt, man soll gar keine China-Aktien haben, aber was für mich das eigentliche Problem ist doch tatsächlich, was sich in den letzten Jahren auch immer mehr aufgebaut hat, das ist eben das geopolitische Risiko. Das sind diese wachsenden Spannungen zwischen uns, dem Westen, das westliche Lager, die USA vor allem und China natürlich. Und klar, man argumentiert hier natürlich schon auch mit gutem Grund. Man sieht Missstände, die man ja auch zu Recht sieht. Aber auf der anderen Seite, ich stelle eben auch sehr stark fest, dass es immer weniger Kräfte gibt bei uns, die da noch irgendwie einen Konsens finden oder die einen Wert darin sehen, dass man auch zusammenarbeitet mit China. Zusammenarbeiten muss ja eigentlich in irgendeiner Weise. Ja, einzelne Entwicklungen sind sicherlich unschön, die wir momentan sehen. Es ist sicherlich auch ein Jahr, wissen wir selbst, da ist viel passiert global und dann ist es natürlich auch so, dass da viel Emotionen reinkommen. Ich denke, wir müssen uns ein Stück weit daran gewöhnen, dass diese Spannungen global bleiben werden. Wir sind einfach jetzt auch in einer anderen Zeitrechnung. Ja, wir haben nicht mehr nur dieses eine große Land, die USA. Wir haben jetzt mehrere. Ich sage auch immer, wir leben eigentlich in einer multipolaren Welt jetzt, nicht bipolar, wie viele darstellen, nur China, USA. Das sind die großen Player, machen wir uns da nichts vor. Das wird sich auch dieses Jahrhundert nicht mehr ändern. Aber es sind eben schon noch andere Kandidaten, die jetzt mit reinkommen. Und ich denke, also ich persönlich bin insgesamt, was die Entwicklung global angeht, trotzdem positiv und sehe das auch irgendwie als eine gesunde Konkurrenz. Was wir jetzt sehen, ist halt ein Stück weit normal. Ja, es kommt der neue Spieler rein und du willst natürlich deinen ersten Platz verteidigen. Kann ich auch von Seiten der USA nachvollziehen. Und insgesamt ist es aber auch was, was natürlich den Wettbewerb wiederum anheizt und gut auch für Unternehmen sein kann, wenn man seinen Job richtig macht. Ja, normal ist es vermutlich. Also ich meine, die Geschichte spricht da Bände. Ich Menschlich zumindest kann man sagen. ja, oder menschlich. In früheren Zeiten wären das zwei Reiche gewesen, zwei Machtblöcke, die schon längst aufeinander geknallt sind. Da kann man sagen, dank der Atombombe sind wir mal froh, dass wir sie haben. Toi, toi, toi. Aber Spaß beiseite. Dessen ungeachtet, es ist wohl leider tatsächlich so. Also es geht natürlich in den USA nicht nur darum, dass man Menschenrechtsverletzungen anprangert oder dass man das chinesische System als systemischen Konkurrenten ansieht. Es geht sehr wahrscheinlich schon darum, hier auch den Platz 1 zu verteidigen, das Gefühl, dass jemand anderer einen überholen könnte, stärker werden könnte oder genauso stark sein könnte, dann auch entsprechende Ansprüche stellen könnte und viel für sich herausnehmen, was China in dem Sinn außenpolitisch ja gar nicht tut, muss man auch sagen. Also China tritt da nicht mit der gleichen Vehemenz auf. Aber das ist ein Problem aus meiner Sicht, dass einem die Sache schon ein bisschen vergälen kann. Also ich persönlich würde viel von dem, was wir gesagt haben, auch unterschreiben. Wir haben niedrige Bewertungen, ist interessant. Wir haben einen großen, interessanten Markt, der letzten Endes wahrscheinlich nicht untergehen wird. Aber die Geopolitik mit allen möglichen Implikationen macht den chinesischen Aktienmarkt natürlich für einen deutschen Anleger oder aus Österreich oder aus der Schweiz dann doch recht spekulativ. Ja, also ich denke, man muss manchmal so ein bisschen rauszoomen. Ich erinnere nur mal an den Handelskrieg 2018. Was wurde da alles geschrieben? Also von Weltwirtschaft bricht Richtig. dadurch zusammen, China geht mit unter. Was ist da passiert? Ja. Nichts Ja. großartig, ja. Und das muss man immer so ein bisschen mal rückwirkend auch sowas beleuchten. Genauso ist es jetzt mit vielen Dingen, ja. Also man muss auch nicht schönreden, aber dass man mal genau guckt, was passiert da eigentlich. Aber klar, also das ist ganz wichtig. China ist nicht für jeden geeignet, also der chinesische Aktienmarkt. Das ist natürlich generell spekulativer. Ich habe andere Einflussfaktoren und es ist einfach auch opaker, ist schwieriger zu verstehen. Ja?
Und dementsprechend, wenn man sich dann natürlich auch noch in einer Phase befindet, wo da sehr viel negativ insgesamt geschrieben wird, dann muss man sich fragen, will man hier überhaupt investieren? Es ist halt immer die Sache, ja. Ich habe nächstes Jahr, kein Land liefert mehr Wachstum zur Weltwirtschaft als China. Das ist Nach die wie eine vor. Sache, ja. Kann Nach man sich wie vor. leisten, da nicht dabei zu sein? Ja. Ja, klar, kann man. Ja, muss man nicht. Wachstum ist auch, gibt es auch anderswo. Aber klar, es kommt halt mit einem Preis sozusagen. Und das ist einfach was, wo man sich genau überlegen muss, kann ich da ruhig mit schlafen? Ist das was, wo ich dabei sein will und dann entsprechend auch mich bereit bin zu informieren, vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken? Naja, es ist nicht für jeden Anleger geeignet, beziehungsweise jeder Anleger muss sich eben fragen, wie stark kann ich dieses Risiko auf mich nehmen, dieses Risiko, das wahrscheinlich stärker ist, Genau. beziehungsweise auch darüber könnte man ja diskutieren. Also ein Chinese, der da ruhig lebt in Peking, der schaut vielleicht im Moment nach Europa und sagt, das ist ein Pulverfass, das ist ein unberechenbarer Markt. Mein Gott, was haben die für Probleme? Die haben Krieg mit der ständigen Gefahr, dass das noch weiter eskaliert. Die haben eine schwere Energiekrise, wo sich vielleicht die Lage verbessert hat, aber wo man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Die haben eine hohe Inflation. Wer will denn in solchen Ländern investieren? Nur wir sitzen hier natürlich und sagen, na ja, die Welt geht doch nicht unter und viele Aktien sind auch zurückgekommen. Klar, ich bleibe hier investiert. Mit dem gleichen Recht oder mit der gleichen Argumentation kann Ja, natürlich auch ein chinesischer Anleger kommen. und ich verrate dir was, ich bin jetzt kein Chinese, aber genau so sehe ich es auch ein bisschen. Also ich halte jetzt nicht Europa für ein Pulverfass und sage, dort fasse ich nichts an, aber ich investiere persönlich auch mehr in China, weil ich sage, ja, die Risiken habe ich in Europa auch, andere Risiken, aber rein wirtschaftlich habe ich eben da mehr Potenzial und kann die Risiken für mich anders einordnen und sage, naja, also wo habe ich denn keine Risiken? Es ist schwer, das ja komplett Natürlich, auszuschließen. natürlich, Und das ist natürlich. immer eine Frage auch der bisschen der Perspektive. Ist definitiv so. Es schadet auf jeden Fall nicht, einen Markt, mit dem man sich beschäftigt oder den man für interessant hält, zu kennen auch. Und das tust du ja. Du hast dich da stark auf chinesische Aktien eben auch kapriziert. Und es geht ja noch weiter, wie schon gesagt. Du hast da ja schon gelebt in China, du möchtest dort wieder leben. Was fasziniert dich noch? Jetzt mal so ein bisschen privat gefragt, persönlich gefragt. Es geht ja wahrscheinlich nicht nur um Aktien bei dem Ganzen. Ja, ich meine, die Kultur ist natürlich faszinierend. Also ich bin eigentlich so ein bisschen aus dem südostasiatischen Raum gekommen, über Singapur, Malaysia, damals China Luft geschnuppert, dann Taiwan und Das war irgendwann war dann dienstlich klar. damals, wenn ich das noch verraten darf. Also du bist da ja Ja. dienstlich, glaube ich, hingekommen erstmal. Ja, genau. Und ja, und dann natürlich, wenn man noch so ein wirtschaftliches Interesse hat, dann muss man nach China und dann ist es natürlich auch interessant, sozusagen diese Sachen zu vermischen. Weil ich glaube auch, das ist auch nochmal so ein Punkt, wir hatten es vorhin von Verständnis. Ich kann natürlich China und auch die Aktienwelt nicht komplett verstehen und nachvollziehen, wenn ich eben auch diese gesellschaftliche, kulturelle, soziale Aspekte kenne. Und das war dann für mich ohnehin was, was mich interessiert hat. Und ja, dann hat es sozusagen sich alles so zusammen vereint mit der Zeit. Ja, genau so ist es. Es kann auf keinen Fall schaden, möglichst nah dran zu sein und möglichst am Ball zu sein. Ich denke, wir müssen ja langsam auch wieder zum Schluss kommen, sonst wird es den Leuten zu langweilig. Ich denke, ein paar Dinge können wir festhalten. Also ich glaube, wenn wir das jetzt sehen, diese starke Erholung, die wir jetzt gehabt haben, die viele ja auch überrascht hat. Also ich meine, wir waren ja auf einem spektakulären Stimmungstief vorher. Ich glaube, das ist jetzt mal endlich mal ein Argument, um zu sagen, okay, wir wissen jetzt tatsächlich auch nicht, ob das schon der große Befreiungsschlag war. Aber es bestätigt uns doch darin, dass es jetzt nicht ganz falsch war, von uns beiden auf unseren jeweiligen Kanälen das Thema China zumindest weiter zu bearbeiten, uns weiter damit zu beschäftigen. Also sogar das
wird einem ja dann teilweise vorgeworfen in so ganz schlimmen Stimmungsphasen und in Phasen der Panik, ja, wie man denn überhaupt noch auf die Idee kommen könnte, solche Märkte überhaupt noch zu behandeln oder immer wieder zu behandeln, dann am Ende noch. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, an der ganzen Sache dran zu bleiben. Und wir tun das auch in unseren Reports im Übrigen. Die Reports von uns gibt es ja auch noch. Und da bekommen Sie nächste Woche einen Report zu diesem ganzen Thema, zu dieser ganzen Erholung und zu der Dynamik, die wir da ja gehabt haben, auch in den letzten 2 Wochen. Also wie war das denn konkret mit den Protesten? Wie war das konkret mit der Markterholung, mit den Maßnahmen? Auf was basiert das Ganze? Und natürlich auch, welche Aktien sind da jetzt besonders gestiegen oder welche chinesischen Aktien profitieren da besonders davon, von so einem Szenario? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sektoren. Viele haben ja immer nur, wenn es um China geht, Alibaba oder JD.com oder eben ein paar große Technologiewerte im Blick. Es gibt da natürlich ein paar tausend mehr, die wir in dem Report jetzt auch nicht alle besprechen werden, aber wir gehen da zumindest den Grundlinien mal nach. Wie gesagt, der Report ist oder die Reports allgemein von uns sind auch kostenlos. Da müssen Sie sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Gut. Sehr schön. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir uns da auch mal wieder ausgetauscht haben. Schauen wir mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft. Die braucht man als Anleger ja sowieso immer, sonst kann man das Ganze ja auch gleich lassen. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar gute Gründe für eine gewisse Zuversicht wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass wir jetzt an einem Point of No Return sind, was vieles angeht, positive wieder, dass sich da einiges dreht. Und ich denke, wir haben ja berechtigten Grund, da positiv auf die nächsten Monate und Jahre wieder zu schauen. Hat mich auch gefreut, dass wir das hier geschafft haben und gern mal wieder, ja. Der Point of No Return im Guten und im Schlechten, das war das Schlusswort von meinem hochgeschätzten Kollegen Erik, der sich gerade in Bangkok aufhält, ganz nah am Geschehen oder relativ nah jetzt schon mal im Vergleich zu uns. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und da darf ich noch ganz kurz verweisen, dass eben der Erik eben auch einen Kanal hat hier, wie gesagt, China to Invest, wo es eben sehr speziell um China geht, sowohl um große volkswirtschaftliche Entwicklungen als auch immer wieder um spannende Einzelaktien. Vielen Dank, Erik. Bis bald. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao und beste Grüße nach München. Alles Gute.